Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus. Immer noch ein Kampf, das ist schon Part 2 gegen diesen 12. Koloss. Und guck mal, wie viele Kolosse wir schon erledigt haben. Alter, die sind wirklich überall. Und da oben war der Tiger, der war wirklich da oben? Nee, das war nicht der Tiger. Das war... Was war das? Das Pferd? Ich glaube, das war das Pferd. Die Lichtsäule, über die ich mich im letzten Part gewundert habe, war, glaube ich, das Pferd. Nee, das war da. Doch, das war da. Definitiv. Also, wir sind im Land schon wirklich ziemlich viel runtergekommen. Ich wäre jetzt fast runtergefallen, weil ich nach dem Start nicht sofort R1 gedrückt habe. Nun, wir haben den Koloss schon mehr als halb verwundet im letzten Part. Was heißt schon? Wir haben zumindest herausgefunden, wie wir ihn töten können. Nur hat er schon einen der Schreine zerstört. Einen der drei Schreine, die jeweils zwei Stockwerke haben. Und die sind der Schlüssel zum Sieg. Zu einem von den beiden muss er jetzt kommen. Ich wüsste wirklich gerne mal, was dieser Koloss hier darstellen soll. Das, was er da oben auf dem Kopf hat hier, was so leuchtet, das sieht aus wie Zähne irgendwie. So, als wäre der Oberkiefer des Kolosses weg. Okay, Leute, jetzt ist die Frage, wie lange wird es dauern, bis er sich zu einem der Schreine begibt? Er bewegt sich ja im Moment nicht gerade in die Richtung. Aber zum Glück habe ich ziemlich viel Grip. Mir kommt es so vor, als würde ich nach jedem Koloss, den ich besiege, mehr Grip erhalten. Ich konnte mich früher nie so lange festhalten. Aber wenn ich sehe, wie lange man sich teilweise hier festhalten muss, finde ich, ist das auch kein Wunder. Wow! Das ist besser als Achterbahn! Yay! Na, 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 na. Gut, wieder einer der Stockwerklosen. Na, 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 na. Den Glück musste ich eigentlich nicht mehr erholen. Es ist gar nicht so schwer, auf den drauf zu bleiben und auch nicht auf ihn drauf zu kommen. Die Schwierigkeit ist dann, mit ihm zusammen weggehen. Und das muss wehgetan haben. Meine Füße sind gerade voll gegen die Zähne geschlagen und daran hängen geblieben. Eigentlich muss ich jetzt gebrochene Beine haben bei dieser Schleudergeschwindigkeit. Also zumindest Verletzung. Das tut übel weh, sowas. Eigentlich. Wanda ist kein gewöhnlicher Mensch. Ja, ich weiß, dass der Typ so heißt, den man spielt. Ich weiß das schon seit circa Part 7. Na, Part 6 ist es. Seit ich gegen Koloss Nummer 3 das Pferdeding angetreten bin. Was auch bisher mein härtester Kampf war. Nach wie vor. Nicht drehen. Du warst doch fast da, Koloss. Ich krieg langsam das dumpfe Gefühl, dass er sich nicht mehr genau auf einen dieser Schreine zubewegt. Dass er nur noch seine Runden dreht und ihm dabei einer abgeht. Nein. Aber irgendwie kommen wir nicht weiter. Ich bin wirklich noch gespannt, wie sich der Kampf entwickelt. Ich bin aber nur. Entschuldigt, das ist nicht langweilig. Ich bin müde. Ich bin nur gespannt, ob er noch dazu kommen wird, Laserstrahlen auf mich zu schießen. Natürlich wird er das. Mein Plan hat ja immer beinhaltet, dass er das tut. Ich würde wirklich gerne auf die Brücke. Ich habe auch das Gefühl, dass man im Laufe des Spiels auch noch dahin kommen wird. Okay. Ich bin wirklich jetzt zu der Einsicht gelangt, dass der Koloss sich nicht mehr auf diese Plattform direkt so zubewegen wird wie vorher, sondern nur dran vorbeigehen wird. Und dass ich meinen restlichen Teil dafür tun muss. Nur ist die Frage, wann er sich dahin bewegen wird. Na, 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 na.
gespart und sowas. Er bohrt einen Stein, der bloß so kurz über dem Wasser ragt. Und davon auch drei. Die aber, wie man sehen kann, so tief unter Wasser noch weitergehen. Ich finde irgendwie, dass das Verschwendung ist. Es hilft mir zwar, aber es ist irgendwie Verschwendung. Da geht jetzt dieselbe Runde. Wo ist mein Grip eigentlich hin? Ach da. Merkwürdige Sache. Der wird ja gar nicht leer. Jetzt stirb! Wartet mal, die Säulen. Nee, so hoch könnte ich niemals springen. Koloss. Der Koloss geht mir aber langsam auf die Nerven. Er will einfach nicht zu dem Ort rennen, an dem... Ich hab den Schrein zerstört. Weiß er jetzt etwa um die zerstörerische Kraft der Schreine? Dass ich dadurch dazu komme, ihn zu verwunden. Und geht jetzt deswegen nicht mehr so nah dran. Aber einmal war er doch nah dran. Bin ich doch da nur abgesprungen. Verdammt. Aber das ist immer dieser zögernde Draglinus, der gar keinen Fehler machen will. Der nicht bereit ist, welche einzugehen. Nee, dann. Der Himmel. Ja, jetzt spackt die Kamera ab, weil er sich bewegt und ich die Kamera die ganze Zeit gegen seinen Kopf ramme. Und das sieht dann so komisch abspackend aus. Lichtsäule. Wow. Die Wolken werden ja richtig verwaschen dort, wo die Lichtsäule ist. Wie so ein Auge des Sturms. Seht ihr das? Wow. Jetzt ist aber langsam mal gut, Digga. Wenn er sich jetzt noch einmal in die falsche Richtung dreht, springe ich ab und locke ihn zu einem dieser Schreine. Es wäre cool, wenn ich ihn irgendwie reiten könnte. Steuern. Nichts davon wegen Grip verlieren. Oh. Verdammter Mist. Ich beobachte das jetzt mal von hier aus. Wir sind so nah. Ich schieße auf seinen Kopf. So nah und doch so fern. Komm schon, du willst es doch auch. Tief in deinem Innern willst du von mir getötet werden. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, um den zu lenken. Ich probiere gerade eben diverse Sachen aus, um seine Richtung so ein bisschen zu steuern. Aber ich glaube, das kann ich auch gar nicht. Obwohl es mir so vorkommt, dass er sich dahin neigt, wo in welche Richtung ich gerade hänge. Komm schon. Scheiße. Mist. Das wird niemals nah genug sein. Jetzt locken wir ihn aber. Sich jetzt.
macht sowieso nur, was er will, irgendwie. Ich bin bald schon versucht, das Offscreen weiter zu probieren. Was ich möglichst eigentlich vermeiden will. Aber das wird langsam langweilig für euch, glaube ich. Das ist Scheißteil. Mir reicht's, ich spring ab. Bisschen schneller schwimmen. Da, das da war der Glücksschrein, wo ich es zum ersten Mal geschafft habe. Und der ist auch am nächsten dran. Er dreht sich. Er dreht sich verfickt nochmal in die richtige Richtung. Weiß außerdem die ganze Zeit, wo wir sind. Ich immer zwischen seinen Beinen und seinem Körper lang schwimme. Komm schon. Wenn er jetzt wieder weggelaufen ist, dann unterbreche ich die Aufnahme. Du Esel. Du blöder Esel. Ich nenne den Kunden jetzt einfach Esel. Ja, mein Kommentarstil ist gerade alles andere als energetisch. Liegt einfach daran, dass dieses Vieh nicht macht, was ich will. Das hatten wir ja auch schon beim Pferdekoloss. Nun ja, ich würde mal sagen, ich unterbreche die Aufnahme hier erstmal. Und wir sehen uns dann, wenn ich irgendwie einen Anhaltspunkt gefunden habe. Bis dahin, ciao.